Ein Applaus. Schnäppke hat was gewonnen. Yeah. Schnäppke, you are awesome. Was kommt jetzt? Flunkiefer. Der Flunkkiefer. Der perfekte Pokémon. Himmelieb auf Flunkiefer und Eisstrahl auf Sandama. Also demnach ist das hier ein optionaler Weg, weil hier hat er keine Krypto-Pokémons. Also ich habe so erfahren, wenn man einen optionalen Weg geht, dann merkt man, dass die Krypto-Knechte keine Kryptos haben. Irgendwie doof. So macht das Sammeln keinen Spaß. Schwert hat zu. Du kannst gar nichts, klar. Du kannst nichts. Ice Beam. Blip. Und der Dahan. Sandaba. Und Lola. Yeah, Mensch. Nuspe. 43. Und Schnäppke ist bald. Ja, bei der Hälfte von 43. So, Till. Ich habe meine Klappe zu weit aufgerissen. Wie peinlich. Tja, von einem Knirps besiegt zu werden, der gerade mal 10 Jahre alt ist. Ja, du bist ein Held. Ah, Item. Öffne die ich tue. Top Genesung. Gut, 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 das kann ich gebrauchen. So. Wetten hier unten wartet. Keine Ahnung wer. Sif? Oh. Oh, wir sind im Vulkan drin. Sie haben Post. What? Nieder mit Team Krypto, Sophos aus Emerital. Was ist hier zu Sophos? Noch einer. Mein lieber Zorro, hallo, das ist meine erste Mail. Ich habe aber vorhin das Versehen einer Lehre nachgeschickt. Entschuldigung und auch mein Tippfehler. Diese Technik heutzutage ist sehr peinlich. Ja, wie im ersten Teil. Wie im Kolosseum. Die E-Mail bricht hier ab. Ja. Muss ich jetzt zu ihm zurück? Ach, ich gehe später vielleicht mal. Oh mein Gott, das ist eine Flagge. Wie komme ich denn da hin? Das wird zu heiß, um näher heranzugehen. Ja. Hä? Wie komme ich denn da hin? Hä? Ah. Kann ich hier irgendwas verschieben? Ah. Cool. Wow. Okay. Warum nicht? Muss ich jetzt hier runter? Ich glaube mal, ja. Ich komme hier nicht runter. Was zum Teufel? Naja, warum auch nicht? Hier irgendwas? Nö. Auch nicht. Ah, da oben, glaube ich. Ist das so ein komischer Block? Muss ich ihn auch runterschieben? Hup. So, blup. Interesting. Ah, so ist das. So, jetzt checke ich. Sie unterbrechen den Lavafluss. Zweimal Beleber gefunden. Aber hier. Moment mal, hier ist so eine kleine Spatze. Ich müsste einfach so Lava ruhig kommen. Ah, heiß, 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 heiß. Schnell weg hier, bevor es schmilzt oder so. So. Ja, ich muss da oben lang. Ziemlich geil gemacht, dieser Dungeon. Muss ich sagen. Und blub. So, alles erkaltet hier. Bis der Fluss eher nicht so aus, als würde von rechts kommen, aber okay, warum nicht? Ah, komm. Sieht auch nicht so aus, als wären hier Trainer. Was ich auch begrüße. Komm, geh mal hoch. Zorro, geh hoch. Alle Zoros gehen hoch hier, yeah, yeah, yeah. So, über die Brücke. Die Brücke war für mich ein bisschen verdächtig nach Trainer, aber egal. Hier lang, hier lang. Hier die Schräge hoch und so. Und runter damit. So. Damit hat sich's. So. Bam, 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 bam. Oh. Verdammt großes Rätsel, muss man sagen, also, naja. Ich war so knifflig, am Anfang war ich so noch ratlos und so. Aber ich brauchte 2 Stunden, um dieses Rätsel zu lösen, ja, ja. Verdammt kniffliges Rätsel, hey. Wie komme ich denn hier runter? Oh, oh nein, Fettklops. Du herzlich wacker in dieser Magma-Hitze, schön, dass du kommst. Ich dachte schon, ich schmelze hier weg, bevor jemand vorbeikommt. Da wäre der Block nicht da und du wärst runtergesprungen, wärst du geschmolzen. Ulrich.
Okay, Ulrich. Ja. Oh, da Feuer-Pokémons. Und natürlich habe ich Feuer. Natürlich habe ich Eis und Pflanze vorne. Mann! Aber ich habe keinen Bock auszuwechseln. Schnäppke. Knoss bist sowieso schneller als beide. Und könnte man immer sowieso weg one-hitten und. Ja, Winona. Das ist nicht. Es gräbt sich ein. Okay, Winona ist schneller. Nicht gut und. Oh nee, es geht daneben. Verdammt ab. Sonntag. Oh nein. Scheiße. Ich hoffe, das ist eine Chlorophyll-Pokémon. Und natürlich wird jetzt Aquavelle noch schwächer. Was natürlich wunderbar ist. Das ist wunderbar, 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 wundervoll. Und Wundemon weghitten und. Ach, ich benutze Knirscher. Wunder. So. Gehst du auf? Nein, du gehst auf Knospe. Das ist nicht sehr effektiv. Sporn wird los! Na, verdammt. Himmelieb. Boom! Wundemon wurde besiegt. Der Hundemon. Giflor oder ein Chlorophyll. Ich wusste, es kommt sowas wie Chlorophyll hier noch. Und Knirscher! Wow, massiver Damage, ey. Die Überreste halt wieder den Schaufler-Schaden weg. Okay, Himmelhieb auf Winona und Eisstrahl auf Giflor. Und geh auf Schnäppke. Verdammt, du Schwein! Nein! Knospe! 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 Ihr Schweine! Pupita ist jetzt keine gute Wahl wegen Giflor. Fox ist eine gute Wahl. Ein Darky. Ja, Darky. Aber das ist Frühwerke, nicht Feuerfänger. Scheiße. Egal, Darky los. Darky hat den Feuerattack hier aushalten. Giga-Sauger. Giga-Drain! Hahaha. Zurück habe ich Pupita nicht eingesetzt. Das wäre sofort down gewesen. So. Jetzt muss nur Eisstrahl treffen. Eisbeam! Blöps. Und? Oh, come on! Gleißendes Sonnenlicht. Finte auf. Ja, Winona und Lizard. Moment mal. Darky ist schneller als Winona? Ja, warum nicht? Es gräbt sich ein. Wer hätte das gedacht? Säure. Och nee, nicht Säure. Machst du mir auch Schaden? Wow. Wundervoller Schaden. Oh. Das macht mir nichts aus. Blatt. Und damit geht Dingenskirchen schon mal weg. Giflor. Sehr effektiv. Giflor! Giflor! Attacke von Eiscreme geht daneben. Ne, warum auch nicht? Rocky wird sowieso von Schaufler erwischt. Magma. Magma, Magma. Nein, das ist ein Krypto, das darf nicht wahr sein. Oh, ein Krypto-Pokémon. Oh man, muss ein Magma Krypto sein? Ach Gottchen, ey, ach Gottchen. Ach, Blizzard. Macht zwar kaum Schaden, aber ist auch gut so, dass es kaum Schaden macht. Winter, Baum! Schön. Knapp die Hälfte und Krypto-Schlag. Verdammt, ist schnell. Sehr effektiv. Ich böse, böse. Schaufler. Geh auf Schnäppke. Geh auf Schnäppke. Der geht nicht auf Schnäppke. What the hell? Blizzard. Mach mal bitte die Attacke ab. Uhu. Aber wohl nur, er wird getroffen. Boah, massiver Schaden hier. Ja, Sonnenlicht lässt nach. Hurra. Wurde auch mal Zeit, hey. Hey, hey. Winter und. Ich werfe mal einen Ball. Auf gut Glück. Bitte, Magma, bleib drin. Bitte. Eins. Zwei. Nein. Finte. So, Winona, hau ich schon mal weg. Boom. Aber ich wette, jetzt kommt sein zweites Krypto. Weil ich glaube, jeder hat hier zwei Kryptos. Pinsir. Ist das ein Krypto sein? Ich glaube, es ist eins sogar, oder? Yep, ist ein Krypto. Oh Gott.
Nein, nicht die Attacke. Die ist scheiße. Verdammt scheiße. Darky Finta Pinsir. Ice Cream. Falls du überleben sollst, Eisstrahl auf Magmar. Ein Winterbaum! Wow, wie es gerade mal nicht mehr die Hälfte absieht. Kryptobeben. Und tsch, Darky wurde geschlagen. Und Ice Cream ebenfalls. What? Wow. Okay, Pupita. Und Zebron. Foxy will ich nicht verschwenden. Du schaffst es, Pupita. Pupita, Pupita, Pupita. Du schaffst es, Zebron. Elektrik, Elektrik. Kryptohieb. Das ist eine neue Attacke. Boah! Alter, die haut ja rein. Und kann man 74 Schaden gemacht. Boah. Junge, übertreib's nicht. Zebron. Du belebst mal. Knospe. Guck mal, das ist kein starrer Spur, das brauche ich jetzt dringend. Oh, Pupita. Verdammt. Verdammt. Wenn es Pinsir angreift und es auf Pupita geht, bin ich am Arsch. Ich bin am Arsch. Alter, müssen diese Kryptattacken überhaupt sehr effektiv sein? Was sollen die Scheiße, ey? Nee, im Ernst. Scheiße, hoch 8. Du schaffst es, Knospe. Ich glaube an dich. Flieg und sieh, Hura. Okay. Starre Spore auf Magma und Zebron. Netzball. Mal 3 Chance auf Pinsir. Bitte bleib drin, Pinsir, ja. Oh Gott. Ich werde jetzt mal kein anderes Pokémon aufheben. Ich hab's in Lapras oder so. Wäre auch schwer zu fangen. Und bitte. Yes! Oh, das Üble ist schon mal gefangen, das Üblere. Puh. Kryptoschlag. Aua! Ich hab Zebron, Schwein. Und Statik! Juhu, damit starre Spore unnütz, aber okay, warum nicht? Ja, endlich paralysiert. Endlich! Endlich! Es gibt doch noch Gutes auf der Welt. Trugschlag. Balalala, Überball. Wow, noch. Ich habe noch 30 Überbälle jetzt. Uiuiui. Bin immer knapper mit denen. Jetzt auch das Krallball ein. Eins. Zwei. Drei. Yes! Boah. Mann. Knappe Sache, ey. Knapp, knapp, knapp. So. Ich glaube, ich hole mal das Item noch und beende dann den Part oder so. Boah, endlich ist Ulrich besiegt. So, wie komme ich jetzt hier runter? Alter, da hinten. Ja, super. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich habe das Spiel geglitscht. Juhu. Zweimal Schlohkraut. Ui, kann man Schlohkraut in Massen finden. Geil. Items. Ich habe keinen Bock zum Vitalisator zu rennen. Also belebe ich mal alles. Oh, verdammt, drei Beleber kostet mich der Spaß. Wohl da. Ja, dich belebe ich ja auch. Du hast gute Dienste geleistet. Ja, ist ja keinen Sinn, an dieses Pokémon zu beleben. Ja, habe ich auch gemerkt. Dark, die holt sich. So. Hypertrank benutze ich jetzt mal nur auf Ice Cream. Und Zebron, weil die anderen zwei werde ich ja nicht kaum noch brauchen. Dann beende ich den Part hier, Leute. Und das nächste Mal geht's hier munter weiter beim Kryptofangen. Also, bis zum nächsten Mal. Cheerio!